Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, eine Welt. Wir lieben das Leid, wir lieben die Arbeit. Ich mache mich jetzt hier auf den Weg, der beste Farmer der Welt zu sein. Ich werde der beste Farmer der Welt. Oh, ich habe noch... Nee, ich habe kein Palmholz mehr, ne? Das möchte ich... Oh Mann, ich versuche gerade auch ganz viel Zeug zu besorgen. Was ist das denn eigentlich? Silbererz. Oh, ein Silbererz haben wir schon mal. Theoretisch könnte ich ja gucken, dass ich an mehr Silbererz rankomme. Das würde vielleicht doch auch gefallen, aber alles zu seiner Zeit. Ich versuche erstmal ruhig zu bleiben. Hier habe ich auch irgendwas, was mir irgendwie hilft. Sojabohnen, weiße Auberginen, Orangen, Paprika, Wassererdbeere, Romana, Rüben, nee, Edelweiß. Ich brauche auf jeden Fall noch Margaritensamen. Gut. Wir kümmern uns erstmal um die Tiere. Dann würde ich sagen, wir probieren es nochmal im... ihr wisst schon, das Ding, wo man Dinge tut. In der Mine. Boah, ich kam jetzt auf das Wort Mine nicht. Was ist denn hier los? So, erstmal Tiere versorgen. Alle lieb haben. Ja, fein, ne? Ich wundere mich schon gerade, dass ich irgendwie Probleme habe, Melone zu finden. Ne? In der letzten Folge war ich da einige Male und es war schon ein bisschen enttäuschend. Wir gucken mal. Erntegeister. Haben wir nichts eingegeben? Sind wir vielleicht selbst dran schuld? Ich gucke mal. Ich brauche auf jeden Fall Margaritensamen, die ich suche. Ich brauche Melone. Melone ist hier. Melone, Schmelone. Was brauchte ich denn mal noch? Eistomaten, aber die wachsen ja eigentlich gerade schon ganz gut. Weiß nicht. Wir suchen erstmal noch nichts weiter im Suchen. Nein. Suchen. Momentan gibt es Margaritensamen in Kaspraschia. Ich habe den Namen gerade vergessen. Und ja, bei mir scheint gerade auch wieder Melone am Start zu sein. Das müssen wir mal mitnehmen, ne? Guck mal, ich mache nochmal hier Futter rein. Falls ich... Oh ne, ich habe kein Futter mehr. Du schaffst das schon. Los geht's. Oh, ich habe kein Futter mehr. Wo ist hier? Ah, hier. Kickerchen wegmachen. Jetzt sieht auch gar nicht mal so hungrig aus. Das ist an der Stelle sehr nett von euch. Ich mag es, wenn meine Tiere nicht allzu hungrig sind. So, dann mache ich jetzt gleich nochmal ein bisschen Futter. Sortiere alles ein. Gucke, ob ich Melone finde und muss Bronze suchen. Oh. Kann ich das düngen? Nein! Nicht dran rumhacken! Diesen Baum zu fällen ist so schwer. Ein Glück. Ein Glück aber auch. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder ganz viel Futter. Das ist ja gut. So, gut, da schmeißen wir mal jetzt alles hier rein, dass das Inventar wieder ein bisschen leer ist. Das Glas kann ich erstmal wieder reintun. Kompost kommt hier auch rein. So, so. Vielleicht noch ein bisschen Fisch oder so? Was hat die denn vom Grill? Was habe ich denn noch so? Habe ich irgendwas an Fisch noch da, was ich eventuell verkochen könnte? Naja, ein Barsch. Wow. Geht so, ne? Also vielleicht habe ich noch irgendwie... Was habe ich denn alles so? Habe ich Rüben? Vielleicht? Habe ich noch sowas wie Rüben? Dass ich Rübensalat machen kann? Das wäre eigentlich ganz nice. Ja, zwei Rübis. Let's go! Rübensalat. Beste. So, habe ich noch einen Barsch? Da, der Barsch vom Grill. So, da habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu essen. Denn wir wissen ja, Bronze ist hier sehr rar. Und es kann durchaus vorkommen, dass man da doch sehr viel graben muss, sehr viel leiden muss, bis man da, bis die Arbeit Früchte trägt. Oh, da unten seht ihr es auf der Minimap. Da scheint in der Tat sowas wie Wassermelonsamen zu sein, Saat zu sein. Da gehen wir mal schnell hin, ne? Nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir einfach mit, ne? Grüne, gute alte grüne Paprika. So. Da ist sie, endlich. Die Melone. Mit Benjamin oder wie er hieß, ne? Der braucht halt drei Stück. Wir haben gerade mal zwei. Bitte wird hart. Der junge Mann. Der hat Ansprüche. Jedenfalls der Said. Das war, glaube ich, der, ich weiß gar nicht, der Bürgermeister oder wie man das nennt. Hm. Gut. Bronzesuche geht weiter. Es tut mir leid. Das ist, wobei, ich muss auch sagen, ne, in der letzten Folge hatten wir schon ziemlich viel Pech. Also, ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen schneller von der Hand geht. Das hat mir echt sehr viel Pech. Also, so richtig viel Pech. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder so viel Pech haben werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich denke, man wird es relativ schnell oder mittelschwer schnell finden. Wir gucken mal, weil das war ja echt insane.
der letzten Folge, keine Ahnung, 50 Sachen umgegraben, gerade mal irgendwie dreimal Bronze oder so. Das ist statistisch gesehen sehr unrealistisch, dass das wieder passieren wird. Aber wir gucken mal. Wie gesagt, in meinen Livestreams ist der Schnitt immer viel besser, wenn ich da was suche, gefühlt. Aber vielleicht bin ich da halt, wie gesagt, auch mehr durch euch abgelenkt und merke das nicht so, wenn es so furchtbar läuft. Wir gucken einfach mal. Ist eigentlich meine Maus im Bild? Nein, ne? Ach Gott sei Dank. Nicht, dass man die ganze Zeit jetzt hier die Maus mitten im Bild sieht. Ja, momentan sieht es aber... Oh doch, hier, guckt mal. Bronzeerz. Läuft doch. Einmal haben wir schon, viermal braucht man noch. Wie gesagt, die Hacke... Ich bin immer so, erstmal die Gießkanne, ne? Hacken muss man es einmal... Hacken. Umgraben muss man es halt einmal, aber gießen jeden Tag, bis es dann fertig ist. Deswegen ist das erstmal mir besonders wichtig, dass wir erstmal die Gießkanne verbessert kriegen irgendwie. Da, guck, zweimal Bronzeerz, seht ihr? So viel Pech haben wir nicht nochmal. Das war ja echt übel gestern. Schau, da haben wir schon zwei was gekriegt, schon fast die Hälfte. Ich bin optimistisch. So, ja. Schauen wir mal. Oh, hier. Zack, zack. Zack, zack. Da geht sogar direkt schon runter. Mhm. So. Ja, komm, du siehst aus nach Bronze. Oh, da oder auch nicht. Ich bin optimistisch immer, ne? Ich versuche es immer zu predikten, zu jinxen. Aber ich bin immer noch gut darin, negative Sachen zu jinxen, glaube ich. Okay, hier geht's schon mal runter. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, Eisen, na komm. Noch einmal Bronze und dann kann ich behaupten, ich habe über die Hälfte geschafft. Das war doch eigentlich... Yay, wir haben über die Hälfte geschafft, seht ihr. Viel mehr Glück, schon über die Hälfte. Noch zwei Stück und dann sind wir schon raus. Dann können wir auch gleich noch zum Doc gehen. Dann geben wir den gleich nochmal seine Oberschienen, die er möchte. Und dann können wir in absehbarer Zeit auch mal gucken, ob es sich vielleicht lohnt, schon mal Silber zu suchen. Das ist eine neue, tolle Erfindung. So, ich könnte eigentlich nochmal mit dem... Mit dem Zwerg reden. Vielleicht hat er noch was für uns. Müsste ich eigentlich mal machen. Vielleicht kriegen wir dann einen besseren Hammer oder sowas. Das wäre natürlich auch nice. Dann für die nachfolgenden Minen. Denn in der Silbermine, in der ich war, musste ich ja ziemlich oft hauen. Bevor ich einmal was bekommen habe. Da wäre, denke ich mal, ein besserer Hammer schon um einiges besser. Ein besserer Hammer wäre besser. Das ergibt Sinn. So. Hm. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Komm. Noch einmal muss ich es finden, dann kann ich behaupten, dass ich nur noch einmal brauche. Ich bin wie so ein Zahnarzt, ne? Ich mache das so, das ist schon ein bisschen wie Zähne ziehen hier, ne? So, nee, ich versuche einfach mal optimistisch drum herum zu reden. Komm, noch einmal, dann ist es nur noch einmal. Bitte, das gibt's doch nicht. Spiel, warum hast du mich so? Gerade lief's doch so gut und jetzt ist es wieder so fies. Ich kann nicht fassen, dass wir jetzt hier die ganze halbe Folge, die ganze Viertelfolge hier rumrennen. Stein. Keiner will Stein. Bronze, siehst du, noch einmal. Jetzt haben wir es noch einmal, das müssen wir jetzt noch einmal brauchen. Klingt doch echt vielversprechend. Was, wie verwinkelt ist denn das hier? Junge. Eisen, dann kommt noch einmal. Einmal noch. Einmal, bitte. Ja? Hm. Was ist das für eine Quote? Eine böse Quote. Quota. So, ist da oben noch irgendwo was? Nee, gut, dann gehen wir zurück. Hab zum Glück für mich selbst ein bisschen gekocht, falls es mit der Energie knapp wird. Nehme ich jetzt. So, was schnurpseln wir mal hier? Barsch vom Grill, lecker. Oh, ich halte ihn, glaube ich, gerade, ne? Ich esse ihn nicht. Jetzt habe ich ihn gegessen. Ich muss wieder dringend angeln für meine Ausdauer für die Zukunft. Aber wie ihr wisst, ich bin nicht so gut im Angeln. Haben einige auch schon in den Kommentaren festgestellt. Gucken wir mal. Weiter geht's. Ja, komm, hier, hier ist so viel. Hier muss was dabei sein. Bitte. Nope. Nope. Da kommt noch einmal. Einmal. Komm, Spiel. Ein einziges Mal. Bitte. 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 Jetzt. Oh ja. Hm. Sehr gut. Gut, dann gehen wir. Ich hab da jetzt fünf, oder? Ja, nochmal checken, ne? Nicht, dass ich das einfach jetzt rausrenne. So. Wir gehen mal zum Eingang zurück. Vielleicht möchte uns der Zwerg ja nochmal was zeigen. Jumi, du darfst dich nicht überfordern. Großer Bruder Riad sagt, du gehst heim und ruhst dich aus. Okay. Jin hat da gerade keinen Bock, uns irgendwie auszuhelfen. So, da gehen wir jetzt nochmal zu Doc. Machen das Bronzeerz zu richtigem, echten, waschechten Bronze. Ich glaube, der Doc ist immer wach. Dem geht's immer richtig nice. Ist eigentlich noch Margaritensamen da? Nee, ist despawned. Okay.
ist man tagsüber da. Da muss ich mich auch dringend drum kümmern. Ne? Ich vernachlässige das so ein bisschen. Dass ich mal die ganzen Quests ein bisschen Palmholz muss ich auch noch fällen. Schon noch einiges zu tun hier. So, lieber Herr von und zu Doc. Perfekt, es geht. Ah, Aubergine hätte ich vielleicht noch mal mitnehmen sollen. Wollte ich eigentlich. Habe ich jetzt vergessen. Ups. Ich frage mich, wozu ich eigentlich das ganze Eisen brauche, ne? Ich habe Unmengen davon, aber benötige es irgendwie nie. Es ist schon fast traurig. So. So, schauen wir mal. Machen wir uns eine bessere Gießkanne. Ja. Was? Wir brauchten nur 4. Wir brauchten gar nicht 5. Ach, stimmt ja. Boah, ich bin so doof, ne? Und ihr denkt euch jetzt so, hä, warum würdet ihr eigentlich 5 sammeln? Braucht ihr doch nur 4. Was labert ihr eigentlich die ganze Zeit? Und ich bin meinem Tran, merke das nicht. Ah, na gut. Okay, egal. Jetzt haben wir schon mal eins für die nächste Quest mehr. Ist ja nicht schlimm. Naja, was ich jetzt besorge, muss ich dann dafür morgen nicht machen. So, da freue ich mich schon fast aufs Bett, aufs Bettchen. Da kann ich nämlich am Morgen gleich mal testen, wie die neue Gießkanne so funktioniert, ne? So, habe ich noch was zum Anpflanzen? Ich bin müde, das weiß ich. So, ab ins Bett mit mir. Läuft. So, speichern und schlafen am besten gleich noch. Nicht meinen Spielstand überspeichern, ich habe da echt viel Angst davor. Aber in Let's Play geht's eigentlich, da werde ich nicht so abgelenkt. Im Livestream ist das mal, glaube ich, ein bisschen schlimmer. So, okay. Schlafen wir mal. 0 Geld, yay! So, gleich mal testen. Hoffentlich regnet's nicht. Selten, dass ich so etwas mal sage, ne? So. Okay. Schauen wir mal. Ah, guck mal. Nachbessern. Ich weiß gar nicht, wie wird denn das bewässert so? Achso, das ist einfach nur 3x3 Felder. Das ist ja nicht, gar nicht mal so gut, ne? Wobei, wenn es mehr Volumen hat, wenn ich mehr quasi. Also es hat definitiv mehr Volumen. Mal gucken, wie viel ich gießen kann, bevor ich auffüllen muss. Ah, okay. Das sind 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 15. 20. 20 Felder. Also doppelt so viele Felder kann ich jetzt quasi bewässern, bevor ich wieder die Gießkanne auffüllen muss. Das ist ja eigentlich ganz angenehm. Ist auf jeden Fall, ja, das ist schon mal doppelt so viel. Ich kann mehr mit Eimer. Geht schneller. Finde ich gut. Könnte besser sein, natürlich. Na, besser geht's immer, ne? Da muss man mal gucken. So. Perfekt. Fertig. Ich bin stolz. Mama mia. Habe ich eigentlich jetzt hier... gibt es wieder Wassermelonsaat? Yep. Aber noch keine Margaritensamen. Da muss ich mich echt kümmern. Ich bin da sehr beflissen. Dass ich halt eben auch mal die ganzen Aufträge öfters mal mache. So, geht's euch ganz gut? Meine kleine Knetkuh. Yay. Und? Hier ist wohl jemand schon ausgewachsen. Hallo schon. Ja, ne? Ich denke mal, die Wolle werden wir irgendwann noch gebrauchen können. Ich bin wieder hier am Horten. Lass uns mal hier behalten. So, bitteschön. Guten Appetit, ihr süßen Cuties. Wie sieht's hier aus? Hat auch noch jemand Hunger. Fütter mal. So, Knuddelwuddel. Lieber Jojo, hab dich lieb. So, ihr seid die Besten. So. So, da habe ich mich doch schon um alles gekümmert. Geht ja doch schon etwas schneller mit der neuen Gießkanne. Da bin ich sehr froh drum. Da komme ich ja doch langsam, aber schleppend voran. Wenn ich jetzt noch eine Wassermelone hätte, das wäre natürlich richtig gut. Also, ja, doch eine bräuchte ich noch. Dann wird mir nämlich auch noch vorankommen. Steine. Wieso kann ich die Steine nicht? Okay. Was mache ich jetzt mit den Steinen? Kann ich die muss ich die jetzt verkaufen oder so? Ich bin die irgendwie so ein bisschen am rumrücken. Ich kann nur bis 99 Steine haben, wie es aussieht. Okay. Das wird so ein bisschen spannend. Oh, Eistomate habe ich jetzt noch eine. Kann ich mal eine rübernehmen? Kann ich das nämlich auch noch abgeben. Mit der Eistomate. So. Kann ich gerne unbedingt noch ein paar Quests hier abgeben. Und wie gesagt, Wassermelonsaat sammeln. So, was haben wir denn jetzt hier? Eistomaten, ne? Super, genau. Die Frau Kellisse möchte die Eistomaten. Du möchtest die weiße Auberginen. Und das Glas. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu erledigen. Dann machen wir das in Kellersen zum Schluss. Denn Gabriele, die braucht ja immer so ein bisschen länger, ne? Die ist ja immer so
die pennt sehr lange und ist dafür lange auf. Deswegen chill mal ein bisschen. So, da sammle ich erstmal nochmal ein bisschen Palmholz. Das wäre auf jeden Fall eine Option in dem Moment. Um auch die Zeit ein bisschen rumzukriegen. Da freut sich Ahino. Ich glaube, so hieß sie. Ich muss auch mal gucken, wie ich an Tomatensaft rankomme. Ne? Das ist auch wieder nochmal so eine Sache. Dann kann ich auf jeden Fall wieder ganz viel sammeln. Gucken wir mal. So. Zweimal Palmholz. Kriegt man aus dem Baum raus. Und da freut sich Ahino auf jeden Fall. Ich gucke irgendwie auch nie, was ich kriege. Oder selten. Ich vergesse das oft. Na komm. Dann noch einmal. Juhu! Hallo, Kahin. Kanoa. Ein bisschen. Ach, zu Samantha wollte ich ja auch noch, ne? Das habe ich auch schon ganz vergessen wieder. Uff. Ach, da ist sie ja. Hey, Samantha. Willkommen, junge Dame. Ach so, sie verkauft nur. Apfelgelee. I. Kürbisgelee. Tomaten. Am besten finde ich immer noch I. Ich hoffe, dass es irgendwann noch ein Patch gibt. Ich glaube, wenn ich aber mit ihr in Kellison rede, gibt es noch mal was anderes. Muss ich machen. Ah, ja, hier. Bitteschön, Ahina. Ich hoffe, es gefällt dir. Kokospalmspross, ne? Immerhin etwas. So, Dame, das ist auf jeden Fall schon mal abgegeben. Da hole ich auf jeden Fall nochmal die Melonsaat. Das ist ja wichtig. Wir müssen ja hier irgendwie vorankommen, ne? So. Ja, mit der Melonsaat. Na komm, bevor es verschwindet hier noch. Dann ärgere ich mich am Ende noch. So, okay. Dann auf zum Dock. Dann wird mir wieder erzählen. Dann bekomme ich bestimmt dann wieder bald einen neuen Auftrag. Ey, hier, ich brauche nochmal weiße Aubergine. Sonst bekommen wir beide super duper viel Ärger oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. So, Meister. Ganz toll. Oh, das Silber. Ne? Zweimal Silber wollte er, oder? Muss man eigentlich auch noch in absehbarer Zeit hinkriegen, ne? Müsste jetzt eigentlich auch nicht so schwer sein. Wo war denn das mit Doc jetzt? Das war jetzt aber hier die Dings, ne? Wo war denn das nochmal? Herausforderungen? Ja, einmal Silber. Müssen wir eigentlich hinkriegen, ne? Da gehen wir nochmal in diese eine Mine, in Lebkuchen. Und da schauen wir da einfach mal, ne? Was er dann hat. Das sind ja doch immer sehr bereichernde Sachen, die er für uns hat. Daher. So, geht man erstmal seine Aubergine-Genie. Jetzt kriegt man dafür wieder Eichenholz. Wollte nicht irgendjemand noch Eichenholz haben? Oder war das, meinem Livestream-Spielstand. I'm very confused right now. Nee, okay, das war im Livestream-Spielstand anscheinend. Sorry, ich komme da immer mal ein bisschen durcheinander. Weil halt eben die Aufgaben immer sehr ähnlich sind, aber doch unterschiedlich. Gibt's keine Margariten mehr? Boah, das ist ja fies. Margarite ist weg. Also, Margaritensamen. Menno. Na gut, da gebe ich erstmal hier noch mein Zeug ab. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Durch Kellison. So, ich glaube, es sind immer die gleichen Personen, die was haben wollen von mir. So, hallo, junge Dame. Jetzt bekomme ich richtig viel Stuff. Guckt euch an. Nochmal 20 Tomatensamen. Da kann ich mal eine kleine Tomatenfarm aufmachen und bin super tomatisch. Hallo. Bubsi, Bubsi. Muah. So. Guck mal noch, was es hier Schönes gibt. Da müsste eigentlich... genau, Samantha. Die möchte nämlich auch noch mal was. Hallo. Hey, du da. Hast du dich schon an das Leben hier gewöhnt? Oh, ich verstehe. Ich bin derzeit auf der Suche nach Materialien. Sie möchte es mir helfen. Sie möchte ihre Produktpalette erweitern. Okay, was gibt's denn? Sie will 4 Wassermelonen. Oh mein Gott. Warum wollen alle Wassermelonen? Das ist so... Ich habe ganz vergessen, dass sie auch Wassermelonen wollte. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall immer Wassermelonen mitnehmen. Sonst wird das etwas schwierig. Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir gleich nochmal zu Gabriele. Die müsste eventuell auch bald wach sein. Und erreichbar. So in der Art ein bisschen. Gucken wir mal. Meine liebe Gabriele. Dann sind wir hier jetzt bald erstmal durch. Es tut mir auch leid, dass ich immer so oft nochmal in mein Inventar gucke, was ich brauche. Weil ich bin so zerstreut. Es kommen immer neue Sachen hinzu. Dann gebe ich doch was ab und dann habe ich auch den zweiten Spielstand und ich muss ja andauernd immer nochmal gucken und nochmal konsultieren mit mir selbst, was eigentlich gerade nochmal jetzt hier Phase ist. So. Ich weiß aber eben auch noch nicht, wie ich das finden soll, dass die Tage so kurz sind. Andererseits stresst mich das total, aber andererseits finde ich das irgendwie auch interessant, das Spielelement, dass man da so ein bisschen gehetzt ist und auch ein bisschen mehr gucken muss, wie man seine Zeit einteilt, sage ich mal. So, ist sie schon da? Nee, hä? Ist noch am Schlummern. Oder kann ich schreien? Ist sie da? Doch, sie ist schon da. Sehr gut. Oh,
ja. Oh. Oh, ich hab... Oh mein Gott, ich hab das Glas nicht dabei, ne? Ich hab vergessen, das Glas mitzunehmen, Stufenus. Dann holen wir das doch schnell. Das Glas ist ja eh fertig. Ich teleportiere mich ja eh direkt dorthin. Sorry, Gabriele. Ich bin da ein bisschen verpeilt gewesen an der Stelle. So, sortieren wir noch ein bisschen was hier wieder ein. So. Den Mist hier auch noch. Das muss ich auch noch verkaufen. So, Glas wollte sie, ne? Guck mal. Müsste ich eigentlich da haben. Ah, fällt gerade ein. Ich kann eigentlich auch das Stein, das Steinzeug, was ich übrig habe, eigentlich auch schon zu Baustein weiterverarbeiten. Ja, vielleicht sinnvoller, es einfach zu verkaufen. Ja, ich habe auch nicht immer die besten Ideen. So, nochmal auf zu Gabriele. Unser Glück, dass sie direkt so nah hier an dem Teleport ist. So, ist sie inzwischen schon draußen? Nee, sie scheint noch drin zu sein. Also ich sehe schon, mit Gabriele, mit der freunden wir uns echt fix an. Hi. So, dann krieg ich nochmal Wundertränke, um zu züchten. Oh, was passiert jetzt? Ah ne, ich wurde einfach rausgeschoben von ihr. Sie hat mich einfach gehen lassen. Sie meinte einfach so, okay, das reicht, kein Bock mehr auf dich, tschüss. So ein bisschen kam es gerade auf jeden Fall rüber. Da hat sie mich jetzt einfach rausgeworfen, die Gute. So, damals auf jeden Fall einiges erledigt, ne? Oh Gott, Wassermelonen, so viel. Das Silber wird echt hart. Wir können ja mal aus Spaß, ne? Komm, Leute, wir machen jetzt, wir sind jetzt richtig die krassen Dudes. So richtig krass, ne? Ich gehe jetzt mal zu der Mine, wenn ich sie finde, und gucke mal, ob ich ganz schnell noch Silber finde. Ich will nämlich wissen, was es gibt. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir schauen mal. Wobei, es kann auch sein, dass der Weg ein bisschen weiter ist als gedacht. Wir schauen mal. Lauf mal, kleines Mädchen. Lauf, kleines Mädchen, durch den Sturm. Ich glaube wirklich, dass Doc auch immer da ist. Aufgrund dessen können wir auch immer, glaube ich, bei ihm alles abgeben. Der schläft nicht. Verrückte Wissenschaftler schlafen nicht, das weiß jeder. Schauen wir mal. Jetzt glaube ich, musste ich jetzt hier rum. Gucken mal, wo die Mine hier nochmal war. Hier irgendwo. Schon, dass ich das schreien konnte, ne? Was gibt's denn hier? Gar nichts, ne? Kann ich erst was kaufen tagsüber. Okay. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ich habe keine Ahnung mehr. Hier ist er rum vielleicht? Hier hoch? Oder ist das ganz falsch? Ich hoffe gerade schon was richtig. Sieht irgendwie falsch aus. Und looks. Das ist eine Art Artischocke, die nehme ich jetzt aber mal nicht mit. Oh mein Gott, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss zur Mine. Ich glaube, ich bin gerade ganz falsch gelaufen. Kann das sein? Muss ich da oben lang? Oder muss ich da rüber? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Wo geht's zur Mine? Ich laufe jetzt mal hier lang. Das ist alles so lang und verwoben und... Oh mein Gott, hilft das mir weiter? Lebkuchen. Ist hier eine Mine? Nein. Das sind auch die ganzen Nüsse. Wo geht's denn jetzt zur Mine? Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen mal hier hoch. Vielleicht finde ich hier irgendwo eine kleine Abzweigung. Nee. Oh Gott. Hier da lang oder da lang oder... ich glaube, ich laufe jetzt hier rauf falsch. Oder muss ich da rauf? Oh Gott, ich weiß es nicht. Hier vielleicht? I have no memories. Das könnte vielleicht gut sein, oder? Nee, falsch. Ich bin gerade so ein bisschen sehr überfordert. Ich glaube, ich laufe gerade ganz falsch, ne? Oh Gott, ich glaube, ich laufe gerade so richtig falsch. Wo bin ich? Ich glaube, das schaffen wir nicht. Da muss ich nochmal ein andermal ran. Wo war nochmal die Mine? Okay, ich bin definitiv falsch gelaufen, denke ich. Wo hatten wir denn die Mine gefunden? Bin ich steppert oder was? Null Orientierung, das junge Mädel hier. Das ist dann wieder schlimm und typisch für mich. Na gut, dann muss ich das wohl erstmal... Ich laufe nochmal hier oben so einen kleinen Schlenkert. Und letzter Versuch, ne? Versuch nochmal... Man sagt ja mal, alle guten Dinge sind drei, ne? Wir probieren es nochmal hier so lang. Wenn da aber auch nichts ist, dann muss ich aufgeben vorerst. Ich meine, okay, ne? Ich werde vorerst aufgeben, ne? Also ganz aufgeben natürlich nicht. Ach, da ist sie doch. Oh, ich bin so blöd, ne? Oh mein Gott. So, jetzt rück mal hier Silber raus, mal ganz schnell. Jetzt hier haben wir mal Flotti Karotti, ne? Ich will jetzt hier mein Silber. Silberherz, das ging ja schnell. Oh mein Gott. Und ich flieg. Über die Dächer der Stadt. Oh mein Gott, das ging halt super schnell. Ja, so schnell geht's, ne? So kriegt man auch an sein. Und so kommt man auch auf sein Silber.
So, dann hole ich hier nochmal ganz kurz Silber ab und dann gucken wir nochmal ganz flott zum Ende der Folge, so, ne? Dann ist aber erstmal Schluss für heute. Aber das möchte ich jetzt noch wissen. Hat mich jetzt der liebe Doc ein bisschen angefixt an der Stelle, muss ich sagen. Boah, was ist denn hier jetzt los? Was gibt's denn hier? Gelbe Margariten schon wieder. Also wenn es mir in einer Sache schon mal nicht fehlt, dann sind das gelbe Margariten. Und anscheinend jetzt auch seit neuestem auch gelbe Tulpen. Na gut, oh mein Gott. So, schnell, los, lauf. Oh, warum habe ich kein... Kann man mit dem Pferd auch schnell reisen? Das wäre natürlich richtig nice, ne? So. Schnell zum Doc. Ich hoffe, der lässt mich rein. Was? No! Das Spiel hasst mich. Okay, dann müssen wir... Ich dachte, der ist immer wach irgendwie, weil... Ach, ich weiß auch nicht. Gut, dann lassen wir das erstmal, ne? Dann lassen wir das erstmal. Dann schmeiße ich hier einfach alles rein und dann gucken wir einfach dann in der nächsten Folge. Das wird schon irgendwie werden, ne? Ach, komm, aber die Melone muss ich jetzt noch anpflanzen. Melone, das muss jetzt noch sein. Okay, gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir ein bisschen mehr Erfolg mit allem. Aber ich denke, wir sind trotzdem ganz gut vorangekommen. Gut, dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.